Hallo, herzlich willkommen zu Bruder Travel, der Podcast. Heute gehe ich nach Basel und zwar das Marvel Museum anschauen. Die haben da von März bis 30. August haben die das Marvel Museum gebaut oder hingebaut, wo man die ganze Geschichte der Marvel-Welt anschauen kann. Ich erkläre euch heute ein bisschen etwas über die Entstehung von Marvel und dann auch noch einige Sachen, was man dort in diesem Museum sehen kann. Zum Marvel. Das Marvel-Universum begann 1939. Früher hieß die Marvel-Produktion anders. Die war gegründet worden mit Produktion Timely Publikation. Ein bisschen ein schwieriger Name, wenn man so sagt. Dann ist natürlich Marvel viel einfacher. Der Name Marvel heißt übersetzt Wunder. Also die Marvel-Produktion ist eine Wunderproduktion, sozusagen. Also der erste Held war Superman, der kam 1938 hinaus, war aber, glaube ich, die Produktion DC, die gehört mittlerweile, glaube ich, auch zu Marvel dazu. Die Marvel-Produktion hat bis heute 33 Filme produziert, werden natürlich nicht die einzigen sein oder die letzten sein, die sie produziert haben, da kommen sicher noch viel mehr. Der Hauptzeichner von den Comics oder eben dann auch den Filmen nachempfunden ist Stan Lee. Den kennt ihr, der macht bei den meisten Filmen, die sie bis dahin gedreht haben, macht er irgendwo in dem Film eine kleine Nebenrolle, das seht ihr nicht mehr. Mittlerweile ist er ja leider verstorben und darum wird man in den neuen Filmen wahrscheinlich keinen mehr sehen oder sie können ihn einbauen. Aber der war eigentlich jedes Mal in einem Film irgendwo war er drin. Ob er als Buschauffeur oder nur zum Fenster hinausschaut, ihr müsst euch mal achten, wenn ihr die Filme schaut, irgendwo kommt er irgendwo hervor. Das ist natürlich auch noch interessant, der Zeichner immer wieder auch irgendwo im Bild drin ist. Echt cool. Am 31. Dezember 2009 erwarb Walt Disney oder Disney Produktion das Marvel-Universum für 4 Milliarden. Stellt euch vor, das Marvel-Universum oder die Comics wie die Filme, die wurden verkauft an Disney für 4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig hat das Marvel Imperium auch einen Wert von 4 Milliarden Dollar. Also extrem viel Geld hat das Unternehmen wert heute. Und das Ganze alles mit Comics und Filme, die den Comics entsprechen. Also, ich war in diesem Museum. Man kam eigentlich an. Das ist alles ganz, ganz cool gemacht. Zuerst ging man in einen Lift hinein, das ist alles mit der Marvel-Produktion foliert geworden, also foliert worden. Man hat schon das Marvel-Logo im Lift drin, die verschiedenen Marvel-Helden sind im Lift drin ausgebildet. Also wirklich schon von Anfang an voll im Comic-Style. Dann ging man rein, dann kommt man zuerst mal in einen Raum, wo sie dann einen Film laufen lassen. Das heißt, der Film zeigt eigentlich die Geschichte von Marvel. Eins zu eins, nacheinander aufgelistet, was geschah von Anfang an bis heute. Was passierte und so weiter. Also auch spannend, seht ihr auch im Video. Dann ging es weiter, dann kann man natürlich in diesem Museum, gibt es verschiedene Arten, was man machen kann. Man kann einfach durchlaufen, das Ganze anschauen. Man kann auch direkt selber auch mitmachen, gibt verschiedene Sachen. Zum Beispiel, sie haben die Erstauflagen der Comics haben sie ausgestellt. Richtig, die alten Comic-Dinger, wo man anschauen kann. Also die kann man nicht anschauen in dem Sinn, dass man blättern kann oder so. Die sind in einer Vitrine, aber man hat das Original vor sich.
Sie haben verschiedene Zeichnungen, wo man anschauen kann, wie sie die ganzen Comics dann zeichnen oder auch die Filme dann produziert haben. Wenn es ein Film ist oder sowas, dann könnt ihr dann auch die Zeichnungen sehen, die es vorab gegeben hat. So wie man kann die Originalfilm Kleidung, also die Kostüme der verschiedenen Marvel-Helden sehen, wie zum Beispiel Doctor Strange, Iron Man seine Rüstung, Spider-Mans Anzug, was gibt es da noch? Alles weitere, Lokis Helm und so weiter. Das kann man dort alles anschauen. So wie es wie gesagt wurde, sind es auch die echten Filmkostüme, die sie im Film auch getragen haben. Dann zum Beispiel beim Iron Man kann man auch so mit der VR-Brille einen Iron Man steuern. Also man zieht die Brille an und dann hat man das Gefühl, dass man Iron Man selber ist, kann in der Gegend rumfliegen und mit den Händen da die Schüsse rausmachen, wie es eben im Film auch dargestellt ist. Das geht. Und dann kann man sonst noch so viel, einige andere Sachen eben auch. Sie haben bei den Kostümen haben sie ein Video immer, wo sie dann auch zeigen, wie sie die Schauspieler geschminkt haben, wie sie sie dann eben parat gemacht haben, um den Film zu drehen. Also auch das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Wenn ihr bis zum 30. August nochmal hingehen möchtet, das läuft noch bis dort und ich würde es sicher empfehlen, das Ganze mal anzuschauen. Der Preis des Tickets, glaube ich, 60 Franken für ein Ticket, aber diese 60 Franken, muss ich echt sagen, die lohnen sich auf jeden Fall. Wenn ihr ein bisschen interessiert an Marvel sind oder sogar Fans sind von Marvel, dann ist es fast ein Muss, dass man das mal anschauen geht. Also ich würde es sehr empfehlen. Schaut mal vorbei, geht das anschauen und dann habt ihr einen unvergesslichen Tag für euer Leben. Somit, ja, bin ich eigentlich durch. Ihr könnt auch im Souvenir-Store danach könnt ihr auch noch Marvel-Sachen kaufen, T-Shirts, Souvenirs, Merchandise, ganz einfach alles, was das Herz begehrt, haben die dort, wo man dann auch noch erwerben kann. Somit, wenn ihr nochmal hingeht, viel Spaß bei dieser Ausstellung und dann hören wir uns bei der nächsten Folge Bruder Travel, der Podcast. Bis dann, tschö!